Okay, technische Höchstleistung hier gerade. Das Revio Entertainment Logo oben drüber. Ich habe nämlich keine Lust, gerade ein anderes Schnittprogramm zu verwenden. Aber in diesem Video stelle ich euch diesen Film vor. G.I. Joe The Movie. Yeah, der Zeichentrick, nicht der Realfilm. Ja. In G.I. Joe geht es um die Spezialeinheit G.I. Joe, ja, die gegen eine Mutanten-Terrororganisation kämpfen muss, welche den Namen Cobra trägt. Und die Story ist eigentlich schnell erzählt. Eben halt eine total undisziplinierte Spezialeinheit, die übermächtige Spezialeinheit G.I. Joe, versucht der Terroreinheit Cobra Einhalt zu bieten. Und ja, das machen sie eben halt in diesem Film. Und es ist eigentlich das, was man in einem No-Brain-Action-Film bekommt, allerdings im Zeichentrick-Stil. So typischer 80er-Jahre Zeichentrick, wo einige Logiklücken vorhanden sind, aber das macht überhaupt nichts bei diesem Film, denn Hirn aus, einfach gaffen, G.I. Joe. Und da sind echt Momente drin, wo man einfach nur denkt, what the fuck? Einfach Monster, die aus irgendeiner Ecke springen. Und irgendwelche Mutanten, die dann total unlogische Waffen verwenden. Und ja, das wäre eigentlich schon alles, worum es in diesem Film geht. Und für mich ein absolutes Muss, den zu haben. Wenn man auf so Zeichentrickzeug steht und allein diese ganzen 80er-Jahre-Sachen. Zeichenstilmäßig ist das so absolute Standardkost, also nichts Aufwendiges, aber in den USA absoluter Kult. Hierzulande gab's das auch als Serie unter dem Namen Action Force, irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er. Und das wäre eigentlich auch schon alles, was ich zu diesem Film sagen könnte. Die Serie hatte 140 Episoden und dieser Film lief ungefähr ja, 1987, also nachdem die erste Serie beendet wurde. Danach gab es dann, glaube ich, vier Fortsetzungen und ja, dieser Film erschien auch in Deutschland, wie man auch schon sehen kann, halt deutsche Synchro. Ja. Das hier ist die Edition von Best Entertainment, ist also sehr billig gehalten, auch das. Die Bildqualität ist ziemlich bescheiden auf dieser DVD. Gab es vor einigen Jahren auch mal als neue Release, wo dann das Bildmaterial ein wenig aufgebessert wurde, hatte aber nicht so ein episches Cover, wie ich finde. Und ja, wer eben halt auf so Zeichentrickzeug aus den 80ern steht, à la Mask oder Masters of the Universe, der wird mit Sicherheit an diesem Film Gefallen finden. Und das war's dann auch schon mit dieser kleinen Review. G.I. Joe, The Movie. Ja. Das war's dann. Bis denn.